Okay, let's start over. Darum geht's heute. Mal gucken, was man mit diesen Teilen alles bauen kann. Matador ist ein Traditionsunternehmen aus Österreich. Die stellen dieses Konstruktionsspielzeug seit weit über 50 Jahren her, haben mehrfach den Besitzer gewechselt. Und ja, diese Bauteile sind im Open Structures Grid, also in einem Consistent Grid. Und wir schauen mal, was man damit heute außer Spielzeug noch anfangen kann. Irgendwo habe ich schon ein zusammengebautes Auto damit. Das kann man damit bauen. Man schiebt einfach diese Stifte da hinein. Die sitzen tight. Text. Das ist ein relativ teures Spielzeug, aber scheinbar ökonomisch in Deutschland nicht zu erfolgreich. Die Packung gab es bei Aldi für sehr, sehr wenig Geld. Vorletzte Weihnachten. So lange habe ich das schon hier. Bin nie dazu gekommen, damit zu spielen. Aber heute für den ersten Stream ist es so. Bisschen damit gespielt habe ich schon, deswegen gibt es hier Schrauben. Leitung. Da ist überall ein Hammer drin. Der Hammer ist gut, um diese Teile da reinzuschlagen. Nur falls ich jemand dafür interessiert, wie das Spielzeug funktioniert. Und der Hammer ist in einem Standard. Dasselbe Maß wie die Stangen, die man in jedem Baumarkt in Deutschland kauft. Matador Circle. A perfect circular economy drawing. Okay.
was macht man damit? Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne in den Chat. Ich denke, ich habe schon ein paar Ideen. Heftstreifen. Wenn ich das richtig weiß, sind normale Heftstreifen im 8 cm Raster. Stimmt das aber nicht? Open Structures Grid.
Tada! Quite cheap. White plastic! Yay! Ready to buy wooden solution. Holes are 4.5 millimeters, so large enough for M4 nuts and bolts. Yeah. And this looks like it's 4.9. Hang it to the wall.
Time to take notes. Das ist for all the design thinkers, this might be a fantastic post-it wall. Here you go. Ein super schöner Wandhaken.
Jahreskalender. Thank you.
kompatibel mit dem Berlin Grid. Das ist gut. Und jetzt diese Stifte. Good. That works.
Tada! Yes. Yeah, I like it. Pretty IKEA style.
Die Kamera ist im Theater bei der Probe die wichtige und der Mount, mit dem man das, diese alte Kamera auf das Stativ packt, ist natürlich mit im Theater. Das heißt Bilder ohne Stativ. Bilder gibt es dann alle unbearbeitet, unsortiert bei Flickr. Ich denke, ich mache ein Album für die Livestreams, wo dann einfach diese kleinen Skizzen hier drin landen. Wer weiß, wofür es nur gut ist.
ziemlich geniales Material. Was ist das eigentlich? Falls irgendjemand weiß, woraus bei den Schnellheftern. If you happen to know where. What materials used for this, please write it into the comments. Wenn ihr wisst, woraus dieses Material, schreibt es gerne in den Chat, denn das lässt sich vermutlich unendliche Male biegen und ist deshalb so gut geeignet für Schnellhefter. Aber deshalb könnte man es auch für viele andere Dinge verwenden. Deswegen wäre es echt mal interessant zu wissen, was ist das für ein Material und wie kann man das besorgen. Später. Das macht keinen Spaß. Es geht, aber macht keinen Spaß. Oh. Lustig. What is this good for? Feinmotorik. Ich muss meinen Steuerbescheid finden jetzt. Spam.
kann man damit eine Klammer am Tisch machen. Das hat aber nichts mit Matador zu tun, das geht dann mit jedem. Und es hat insofern mit Matador zu tun, dass die Bohrung hier 4 mm nicht weit überschreitet und deshalb diese Schrauben, die Standardschrauben, gut dazu passen. Und that works. All right. Und damit ist es dann eine ziemlich gute Tischlampe.
Okay, das nächste Mal kann man hier Kapitelmarken machen, oder? In diesem Video. Dann kann man Sachen nachgucken. Alles gut. Es ist jetzt eine Stunde, das heißt ab
da dann Glühlampe dran gehängt. Und Iteration 1 ist fertig. What's the first rule of sustainable life? Take care of your things. Oh, this is just beautiful. The Matador Projects. I like that. Moment, please.
kein Strömung dafür. Schade. Da geht auch, oder? This is nice. I really like it. I really like to take a picture with my smartphone. I'm back. Das ist eine Klammer von einer Orchidee, by the way. So, aber jetzt mal. Die beiden Fische, wir müssen doch irgendwo 5 mm Holzstab haben. Das ist 5, oder? Oder auch 6. Auch 6.
wie in der Höhle. Back to the cage. Frage, ne? Okay, du kannst es jetzt hier drauf stecken. Dann hörst du so einmal rein. Dann schiebst du so eine Schiene. Und die Frage, wie lange das funktioniert. Jetzt Urheberrechte bezahlen? Nee, der Entertainer ist Gott sei Dank gemeinfrei. Dann das ist Krachen. Thank you.
that's the joke you're looking for. Jesus, I don't believe this shit. This is fantastic. Klammern. Seriously strong. La 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 la.
Sure. Why not? Ich bin der Matador. Okay, das wird halt mit der Zeit immer lockerer. Jetzt ist die Frage. Was kann man dagegen tun? Die Idee lautet. Ja, eigentlich halt ein alter Fahrradschlauch, ne? Müsste ich irgendwo hin. Thank you.
once you go down that road, all kinds of stuff becomes possible. Good enough for paper. Aber müsste versucht werden.
das jetzt Silikonwährung halten würde, dann wäre das eigentlich recht elegant, oder? Tada! Jesus. That's interesting. You need some relief. Das ist echt verlustig. Das ist wirklich krass. Ich bin der Matador. Unter mir kriegst du gar nichts vor. Ja, gut, das hält halt ein bisschen.
Das wird schon funktionieren, weil diese Dinger mit der Zeit zwar vermutlich etwas nachgeben, aber nicht so stark über lange Zeit wie das hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen halben Millimeter Verlust bekommen, würde ich eher gering einschätzen. Von daher funktioniert das mit der Klammer schon gut, aber natürlich ist das Ganze mit der Schraube einfach so gut. Gar nichts. Da kannst du auch ein kleines Kind dran vorbei rennen lassen. Und dann geht hier gar nichts schief. Zack. Und Lampe drauf gebaut. Okay, that's it for today. Die Fabrik schließt jetzt. Wir räumen noch kurz auf. Aber da können wir jetzt schon was machen. Bye-bye.